Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen zu einer neuen Woche. Schön, dass ihr da seid. Wir haben Montagnacht. Das ist traditionell eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch, ruft an unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Regina. Stimmt, ne? Hallo. Hallo. Und die Regina ist 58 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Regina. Schön, dass du da bist. Aufgeregt. Um was geht's denn? Es geht um die Liebe. Um die Liebe. Lieben, das alte Thema und das neue Thema und das schöne Thema. Und das ewige Thema. Und das ewige Thema. Ja. Ja. Erzähl, was ist da los mit der Liebe bei dir in deinem Leben? Ach, die hat sich, mein Leben hat sich total verändert. Total gekrempelt. Seit wann? Bitte? Seit wann? Seit wann? Das fing Weihnachten an. Aha. Das ist ein Jugendfreund, Jugendliebe kann man nicht sagen, obwohl wir uns mit 15 Jahren mal geküsst haben, das war auch alles. Das ist schon eine Weile her, ne? Ja, und dann haben wir uns aus den Augen verloren. Ja, ich heirate, er Witwer, ich geschieden. Ja. Seit wann warst du schon geschieden oder bist du geschieden? Seit 28 Jahren. Seit 28 Jahren. Mhm. Ja, und er ist 20 Jahre Witwer. Und dann war ich 1988 und 89 bei ihm, hat sich aber gar nichts getan, nicht gar nichts. Mhm. Und heute beim Aufräumen habe ich Briefe gefunden, Telegramme gefunden von ihm. Und Weihnachten kriegte ich dann Post von. Ne? Mhm. Und dann haben wir uns erst geschrieben, hin und her. Und dann, glaube ich, meine Telefonnummer, weil ich nicht im Buch stehe. Ja. Und vorige Woche waren wir endlich bei mir, nach zig Jahren. Ach so, vorige Woche erst? Vorige Woche. Ach so. Ja. Ja. Und wir hatten eine Woche, die Liebe pur war. Wie? Ist es gleich zur Sache gegangen? Naja, wir waren zuerst ein bisschen schüchtern. Ja, wie man das so in dem Alter ist, ne? In deinem Alter. Aber die Nacht, die war 6 Stunden lang. Ist das normal? Ja, was heißt normal? Ich weiß nicht. Ja, sowas kann durchaus auch normal sein, ja. Ja. Aber in dem Alter? Ja, na, normal ist es vielleicht nicht, sagen wir es so. Aber vieles, was unnormal ist, ist wunderschön. Und nur darum geht es. Es geht gar nicht darum, ob es normal ist. Er ist auch in deinem Alter, ne? Ungefähr. Er ist 60 und ich bin 58. Ja, er ist 60. Mhm. Ja, und wie weit entfernt wohnt er von dir? 250 Kilometer. Geht ja noch. Geht ja noch. Aber das ist ja wirklich irre, wenn man sich so viele Jahre nicht gesehen hat. Dann habt ihr geschrieben miteinander, auch mal telefoniert wahrscheinlich vorher. Ja. Sodass ihr euch schon so ein bisschen beschnuppern konntet. Und also 3 Stunden Telefonate waren gar nichts abends. Ja. Das heißt, ihr wart euch schon so ein bisschen näher gekommen durchs Telefon und als ihr euch dann gesehen habt, da hat es dann völlig reingehauen. Naja, wir waren erst beide befangen. Ich bin mir nicht schlimm, weil gut kochen, gut backen kann. Und Hat ein paar Wünsche geäußert, habe ich auch alles gemacht und musste ihm auch ein paar Mal, naja, wie das denn so ist. Aber dann abends beim Fernsehen gucken irgendwie und dann die Nacht war berauschend schön. Wie lange hattest du keinen Sex mehr? Viele, viele Jahre. Ich dachte, das gibt's gar nicht. Mhm. Ich dachte, das war alles eingeschlafen, dass man das gar nicht mehr empfindet und Gefühle zeigen kann. Ja. Und umso spektakulärer stelle ich es mir dann vor, wenn es dann wieder passiert und dann vor allen Dingen so schön passiert. Oh, es war nur der pure Wahnsinn. Ja. Wie ein verliebtes junges Ding. Ja, aber redet sie. Das ist so irre schön. Ich kann es überhaupt nicht beschreiben. Du würdest also jetzt durchaus mir zustimmen, wenn ich sage, Regina ist frisch verliebt. Ja. Ist total verliebt. Also, ist das jetzt, Regina, wenn du das jetzt mal so Revue passieren lässt, zurückschaust in dein Leben, würdest du sagen, so verliebt war ich noch nie? Oder kann man das gar nicht so miteinander vergleichen? Ich meine, ich will miteinander vergleichen. Mhm. Ich war zwar in meinen Mann auch verliebt gewesen, wo ich die Kinder mit habe, aber sowas, was ich mit ihm jetzt erlebt habe, die Woche, das war doch pure Wahnsinn. Beschreib mir mal über die Sexualität hinaus, das hast du gerade schon gesagt, dass das was ganz Tolles war. Was noch besonders schön war in dieser Woche? Die Zärtlichkeit, mit der ich mich umgeben hat, die Gesten, Aufmerksamkeit,
liebe Worte und dann eben Sex pur. Wir kommen doch immer wieder auf den Sex zu sprechen. Wie geht das denn jetzt weiter? Jetzt seid ihr 250 Kilometer entfernt, was ja nur keine Entfernung ist, finde ich. Wie läuft das jetzt? Naja, er ruft mich täglich an, morgens, mittags, abends. Heute Abend haben wir 13 Stunden telefoniert. Ja. Er sagt immer, lass mich anrufen, das dir kostet sonst kein Geld. Ja. Und heute Abend hat er mir eine Liebeserklärung und Heiratsantrag zugleich gemacht. Oh, schon nach einer Woche. Du, bin ich ja hin und weg. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Naja, ich finde, Regina, heiraten muss man ja nicht gleich. Das nicht. Ihr genießt doch erstmal eure junge Liebe. Ihr seid, habt euch gefunden, ihr seid jetzt froh, ihr seid glücklich, genießt es doch erstmal und heiraten kann man immer noch. Ja, nun fahre ich auch in 3 Wochen hin zu ihm. Ja. Nun bringt das sein Haus erstmal ein bisschen auf Vordermann. Naja, wenn man alleine ist das ja nicht. Da muss erstmal geputzt werden, die Fenster gestrichen und die Türen, wenn die Regina kommt. Da muss ich sagen, für wen machst du das? Ne? Für dich. Ja. Hat er auch Kinder? Nein, hat keine Kinder. Hast du deinen Kindern davon erzählt schon? Ja, meine Kinder wissen das. Die sagen, Mutter, du bist alt. Ich mische mich in ihr Leben auch nicht ein. Ja, gute Einstellung. Also sie lassen dich gewähren und sagen, mach, wie du willst. Ja, die sind 50 Kilometer weit weg. Sie kommen und wir telefonieren. Ja. Sie auch die Enkelkinder. Aber im Grunde bin ich allein. Aber die kennen den Mann nicht von irgendwie von Bildern oder von früher irgendwas gar nicht. Nein, wir haben ihn kennengelernt, als er hier war. Ach so, da gab es schon ein Zusammentreffen. Naja, zufällig. Ja. Zufällig. Ja. Ich wusste ja nicht, dass ich Besuch habe. Ja. Und sagten sie, wo ist Mutter, wer ist das? Dann habe ich ihnen das gesagt. Wir haben gesagt, du musst ja wissen, was du machst, bis alt genug. Und das hat auch gleich funktioniert zwischen den Kindern und. Ja, also er ist auch aufgeschlossen. Und ja. Doch. Also, Gina, dicker Glückwunsch. Ganz großer Glückwunsch. Das ist natürlich wirklich, wie du sagst, schon insofern nicht normal, weil die Liebe findet sich nicht so schnell. Und ich glaube, je älter man wird, desto komplizierter wird es auch. Das ist, glaube ich, wirklich leider der Fall. Und wenn man dann was gefunden hat und das so einschlägt und so schön ist, ja. Toll, Glückwunsch. Genieße es und genießt es zusammen. Ja, nun ist aber, weil er mich immer die Frage stellt, ob wir noch ein Kind kriegen können. Hm? Da weiß es nicht, ich will es auch nicht, aber er hat irgendwie Angst, es könnte noch was passieren. Wir wiederholen nochmal, du bist 58 Jahre alt. Ja. Was ist das für eine Frage? Naja, weil ich ja meine Menstruation noch habe. Ach. Ich alle 4 Wochen und darum. Die hast du mit 58 Jahren noch? Ja. Gibt es das? 4 Wochen auf den Tag genau. Ach. Ja, doch. Ach, das ist ja verrückt, das habe ich noch nie gehört. Da muss ich erstmal mit meinem Frauenarzt sprechen. Ich bin wie. Hör mal, das ist ja irre. Das heißt, du könntest rein körperlich, medizinisch. Könnte ich noch ein Kind kriegen. Ja, das ist ja verrückt. Aber mit in unserem Alter nicht mehr. Nee, das fangen wir jetzt bloß nicht an. Nein. Aber da hat er nur ein bisschen Bedenken, da könnte vielleicht eventuell, wenn man. Aber der Bursche geht aber ran, ne? Er will heiraten, er denkt an ein Kind. Naja, dass vielleicht noch was passieren könnte, wenn wir Sex miteinander haben. Ja. Und das ist dann nun nicht gerade von Hand zu weisen. Sag mal, jetzt muss ich nochmal fragen, hat dich das denn für dich und deinen Körper und dein Leben und deine Entwicklung nicht auch sehr irritiert, dass du in dem Alter dazu noch fähig bist? Hast ich habe gesagt, das geht gar nicht mehr. Ja. Ich habe gesagt, es war alles eingeschlafen in mir. Ja. Und auf einmal so eine Explosion. Die 6 Stunden, die wir uns geliebt haben, das war. Ich weiß es. Ja, nun gut, das ist jetzt ein anderes Thema, dass du Spaß am Sex hast. Ja. Aber du hast gerade gesagt, du hast deine Tage noch. Ja, freilich. Alle 4 Wochen glücklich am Tag. Und das seit Jahr und Tag, seit immer? Jahr und Tag. Wie hat der Gynäkologe dir das erklärt? Ich fahre am Freitag hin, ich habe einen Termin. Ja gut, aber du hast das ja schon seit Jahren. Warst du nicht? Aber er meint, das wäre normal. Manche verlieren schlecht. Ja. Je länger man Zeit hat. Ja. Also, Gina, gut verhüten jetzt, ne? Das wollen wir jetzt nicht anfangen nochmal da. Nein. Ich hab 3 Kinder geboren, das reicht. Das langt. Jetzt ja, das reicht. Genießt eure schöne Zeit, ihr beide alleine. Und dankt wem auch immer, dass ihr euch gefunden habt und seid glücklich. Ja, also ist das nicht unnormal? Nein. Wir wollen das gar nicht mit normal und unnormal betiteln. Es ist einfach schön und darum geht es. Es ist einfach schön. Ein beglückendes Gefühl. Und ja. Also, in 3 Wochen fährst du hin. Ja. Dann ist das Haus hoffentlich gerichtet und sauber und ordentlich. Ja, doch, einen Ring hat er mir auch schon in den Finger gesteckt. Und dann macht euch eine gute Zeit. Ja, doch, also, wie geht das weiter, Domian?
Ich würde mir gar keine Gedanken machen, großartig. Lass dich in das Glück hineinfallen und es wird dich schon irgendwo hinspülen. Ja, ja. Aber mach keine Dummheiten, ne? Nein, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Alles Liebe, alles Gute. Dankeschön, du. Tschüss, Regina. Dankeschön. Tschüss. Das ist ein schöner Anfang für diese Woche. Ein schönes Thema, wie wir diese Woche angefangen haben. Liebe mit 58, oder könnte ja noch schwanger werden? Habe ich auch nie gehört. Mann, oh Mann. Franziska ist hier. 21, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Franziska. So, geht's bei dir auch um die Liebe? Ja, geht es auch. So, hatte ich es doch schon im Gespür. Und was ist es genau? Also, ich habe mich gerade von meinem Freund getrennt. Das ist weniger schön? Nee, gar nicht. Wie lange wart ihr beiden zusammen? 10 Monate. Geht ja noch. Naja, lang genug, also. Längste Beziehung für uns beide bis jetzt. Ah ja, ah ja. Und warum hast du dich von ihm getrennt? Er hat ganz schlimme Probleme damit, dass ich für ihn seiner Meinung nach zu schön bin. Oh. Bist du eine sehr schöne Frau? Ich würde es behaupten. Nein, also ich arbeite seit 4 Jahren als Model. Ja, gut, da musst du schon mal gewisse Normen erfüllen und ja. Wirst so nach der Norm wirst du als schöne Frau durchgehen. Ja, auf jeden Fall, ja. Wird das so gesagt. Ja. Ja. Machst du das so nebenher als oder ist das dein Hauptberuf? Ich studiere hauptberuflich. Ja. Ich habe das 2 Jahre lang, also ich habe 2 Jahre lang hauptberuflich gemodelt und habe ich angefangen zu studieren. Ach so. Und seitdem ich halt studiere, habe ich das so weit wie möglich zurückgeschraubt, weil ich an meiner Uni auch das Ganze nicht publik machen möchte. Ja. Was studierst du? Medienwissenschaft. Kommunikationswissenschaft. Ah ja, sind wir ja Kollegen ein bisschen. Ja. Und ich möchte halt dafür gemocht werden im Freundeskreis und auch halt an der Uni, dass ich klug bin und naja, sowas halt und nicht dafür, dass ich schön bin. Verstehe. So. Jetzt erzähl mal ein bisschen weiter von mir und mehr von deinem Freund. Ja, also das Problem ist, er hatte immer solche. Er war der erste Mensch, wo ich mir ganz sicher war, dass ich ihn liebe. Und die ganzen Beziehungen davor waren eher traurig. Also es war immer so. Ich war eine Weile lang mit den Männern zusammen, habe halt irgendwann das Vertrauen gefasst und habe ihnen gesagt, warum ich, sagen wir mal, 2-mal im Monat oder 1-mal alle 2 Monate, je nachdem wie es lief, weg war. Also ich habe am Anfang halt gesagt, ja, du, meine Oma ist krank oder ich habe eine Familienfeier oder ich besuche einen Freund irgendwo und bin halt übers Wochenende nicht da. Ach, du hast das mit dem Model geheim gehalten? Ja, weil ich will ja nicht, dass er mich deshalb liebt. Und... Na gut, aber die lieben dich, waren ja nicht scharf auf dich, weil du ein Model bist, sondern die waren wahrscheinlich scharf auf dich, weil du so schön aussiehst, so gut aussiehst. Ja, aber ich wollte halt, dass sie irgendwann erfahren, womit ich mein Geld verdiene. Hast du in der Zeit übrigens zwischendurch gefragt, viel Geld mit der Modelei verdient? Ja. Ja, also warst du richtig professionell gut im Geschäft? Ja. Und nachdem sie das erfahren hatten, jeweils waren sie erstmal ganz stolz. Klar. Und dann ging es plötzlich los. Wenn ich das erste Mal oder das zweite Mal meinetwegen, nachdem ich es ihnen gesagt hatte, weg war, da haben sich irgendwelche Fantasien zusammengerannt von irgendwelchen Top-Fotografen oder Rockstar-Partys oder ich weiß nicht was, dass ich da alles anstellen würde. Dass ich ja eh nicht treu sein könnte und dass sie mich nicht halten können und was ich überhaupt mit ihnen will. Und das heißt also, diese Beziehungen früher, die du hattest, die relativ kurzen Beziehungen, sind letztendlich immer an deiner Schönheit und weiter ausgedrückt an deinem Model-Job kaputt gegangen. Ja. Und jetzt wieder. Ja. Letztendlich. Aber ich habe ihm als ersten Menschen so richtig doll vertraut. Und ich habe nicht gedacht, dass es für ihn ein Problem ist. Absolut nicht. Ja. Wie hat er das denn, versuch es mir noch ein bisschen genauer zu erklären. Du hast es ja gerade schon gesagt. Wie hat er es denn formuliert von sich aus? Er hat gesagt, oder immer wieder gefragt, was ich überhaupt mit ihm will. Weil er dachte, dass er zu hässlich und zu normal ist für dich. Ja, also er ist nicht hässlich, absolut nicht. Also die meisten würden, denke ich, schon sagen, dass er richtig gut aussieht. Und er wird auch angebaggert, dass es für ihn im normalen Leben ist. Das ist kein Problem. Nur es ist halt immer so, wenn er mich anguckt, sagt er immer, du bist so schön. Was willst du mit mir? Was natürlich für einen selbst, jetzt in dem Fall für dich, auch eine ganz bescheuerte Situation ist, ne? Ja. Von jemandem also angehimmelt zu werden, stelle ich mir nicht schön vor. Nein, auf Dauer. Auch nicht. Und dann auch noch, wenn der andere sich dann so klein macht, obwohl man ihn gar nicht so klein sieht. Ja. Ne? Also er war der erste Mann, den ich geliebt habe.
Und dann hast du aber die Stärke gehabt, die Größe zu entscheiden, ich mach Schluss. Ja. Hm. Weil ich habe das nicht ausgehalten. Und du warst, da war nichts mit Worten, mit, dass man über das Gespräch sich irgendwie nähert und das klärt und war nichts zu machen. Also ja, aber wir sind jetzt vor einer Woche in Urlaub gefahren, ohne mich, um sich darüber klar zu werden, weil ich habe halt mit ihm darüber geredet, dass ich das nicht länger aushalte, dass es nicht geht. Mhm. Weil ich will ja auch dafür geliebt werden, dass ich klug bin und dass ich nett bin. Und ja, du willst nicht nur für deine äußere Hülle geliebt werden? Ja, oder weil es wird ja auch nicht ewig so bleiben. Ja, natürlich nicht. Das ist ja jetzt schon wieder ein irres Beispiel dafür. Die meisten Leute denken, dass die schönen Menschen sind glücklich, die können in das Glück hineingreifen, die kriegen die Liebe serviert. Aber das ist nicht so, ne? Nee. Das habe ich auch schon öfters im privaten Bereich erlebt, dass sehr schöne Menschen oft sehr unglücklich sind und eben es nicht so einfach haben, wie die normalen oder wie hässliche Menschen es sich vorstellen. Ja. Das heißt, im Prinzip, du hast dich jetzt von ihm getrennt, aber eigentlich liebst du ihn noch? Ja, sehr. Und würdest alles drum geben, wenn das irgendwie hinzubiegen wäre? Ja. Wie hat er denn darauf denn reagiert, als du gesagt hast, nee, wir machen, ich kann das nicht mehr? Er hat auch geweint. Genauso wie ich jetzt. Aber nichts weiter gesagt? Nee. Du hast aber den Eindruck, dass er dich auch liebt? Ja. Und dass er dich wirklich liebt oder nur aufgrund deines Äußeren? Er liebt mich wirklich, das weiß ich. Mhm. Er hat ihm immer wieder bewiesen. Nicht so einfach, ich liebe dich, oder? Mhm. Sowas habe ich schon so oft gehört und das kann ich irgendwo nicht mehr hören. So, Franziska, das ist jetzt irgendwie schon eine tragische Situation. Da sind zwei Leute, die sich lieben. Das halten wir mal fest. Ne? Da sind zwei Leute, die sich lieben. Du liebst ihn, er liebt dich. Da steht das gerade besagte Problem zwischen euch. Er scheint völlig hilflos zu sein und gelähmt und weiß nicht, was er machen soll. Dir ist ja als einzige Möglichkeit übrig geblieben, zu sagen, ich gehe weg. Ja. Aber das ist ja keine Lösung. Das ist ja eine Schande, wenn man so die Liebe wegschmeißt. Aber ich konnte irgendwo nicht mehr. Mhm. Er weiß so viel von mir und ich weiß so viel von ihm und es war so, so wunderschön. Und so du vertraust ihm auch nach wie vor voll? Eigentlich schon, ja. Eigentlich? Ja, also ich weiß es ja. Jetzt wieder im Urlaub, ohne mich angebaggert worden ist. Ziemlich heftig. Wo er angebaggert wurde? Ja. Mhm. Und von dem Mädel, wo er auch sagt, das ist keine Konkurrenz für mich. Mhm. Wo ich habe halt solche Angst, dass sie Erfolg haben könnte, weil sie... Mhm. Aber da weißt du noch nicht, wie es ausgegangen ist. Nein, weil sie eigentlich durchschnittlich ist. Weil sie... Mhm. Aber, das hübsch nicht ja gut, aber, nicht, vielleicht, aber vielleicht genau sucht er das ja. Ja. Davor habe ich solche Angst. Es besteht aber die Möglichkeit, es ist jetzt nicht so zerrissen, das Tischtuch zwischen euch beiden. Du kannst ihn anrufen, könntest ihn theoretisch anrufen. Ja, kann ich. Mhm. So, jetzt mache ich einen konstruktiven Vorschlag, weil ich das einfach nicht glauben will und hinnehmen möchte, dass da zwei Leute, die sich eigentlich gerne haben und lieb haben, dass die ihre Liebe aufgeben und fahren lassen. Schlag ihm vor, dass ihr beide was mit einer dritten Person zusammen unternehmt. Und mit einer dritten Person meine ich mit einem Fachmann. Dass ihr beide an einem Tisch sitzt, so wie du mich angerufen hast, dass da ein Therapeut sitzt, ein Paarberater, der mit euch arbeitet. Das schlage ich euch vor. Und wenn da rauskommt, wenn dann nach ein paar Stunden rauskommt, es geht wirklich nicht, dann geht es nicht. Aber dann habt ihr das wenigstens versucht. Aber macht es unbedingt, Franziska. Du würdest dich hinterher sehr ärgern irgendwann später und würdest denken, ich hätte noch mehr unternehmen müssen. Ja, aber ich hätte nie gedacht, dass er solche Probleme damit hat, nicht so sehr. Okay, aber das ist ja offensichtlich jetzt so, das ist Fakt, also muss man sehen, wie man damit umgeht. Also muss irgendetwas geschehen. Wärst du bereit dazu, das zu machen? Ja, gut. Aber ich glaube nicht, dass er das machen würde. Das vorschlagen, schlag es ihm vor. Er hat eine Phobie vor Psychologen. Das ist egal, schlag es ihm vor. Also wenn er was will und wenn ihm auch was an der Beziehung, an der Liebe gelegen ist, muss er was in die Waagschale werfen. Phobie hin, Phobie her. Dann muss er sich dem aussetzen. Von nichts kommt nichts. Was willst du sonst tun? Du kannst ja nichts weiter tun, wenn du ihn zurückhaben möchtest. Und ich höre aus all dem, was du sagst, ich will ihn zurückhaben. Ja. Schlag das vor. Jetzt legst du auf, wir rufen dich zurück. Wir rufen dich an, meine Psychologin, und wir geben dir ein paar Anlaufstellen an die Hand und dann entscheide du. Und erklär es ihm so. Okay? Ja. Franziska, alles Liebe und alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss.
Ach, eine schöne Liebesgeschichte, eine traurige Liebesgeschichte. Manfred, hallo Manfred, 21. Hi Domian. Hi. Na? Ich habe ein großes und ein kleineres Problem. Aha. Ich bin jetzt mit meiner Freundin über ein Jahr zusammen. Ja. Und es geht darum, ich habe ein Verhältnis mit einer 44-Jährigen, seitdem ich 15 bin. Oh. Und ich wünschte mir das gerne zurück. Wie, du wünschst dir gerne zurück? Ich wünschte mir gerne das Verhältnis auf jeden Fall zurück. Ach, das hast du nicht mehr im Moment? Ich bin zweimal in der Beziehung, die ich jetzt habe, fremdgegangen mit dem Verhältnis, das ich damals gehabt habe. Also mit 15 hast du damals eine viel, viel ältere Frau kennengelernt? Genau. Und das lief ziemlich kontinuierlich bis vor einem Jahr, bis du deine jetzige Freundin kennengelernt hast? Aber also länger eigentlich. Also ich bin zweimal mit ihr fremdgegangen. Ja, okay. Das, der Zeit, wo ich mit ihr zusammen das bin. Das wollte ich jetzt weiter nochmal erklären. Okay. Also bis dahin war es ziemlich eng und dann bist du nochmal zweimal fremdgegangen. Genau. Und du wünschst dir jetzt eigentlich die ältere Frau wieder zurück? Ja, es geht um das Problem. Ich habe einen ziemlich ausgefallenen Sexwunsch, sage ich mal. Ein Sexwunsch? Also, ja, ich stehe auf SM. Mhm. Ja, so ausgefallen ist es nicht. Ja, sage ich auch, aber ja. Das Problem ist bloß das, dass ich jetzt mal meine jetzige Freundin, die ist 17, mhm. dass sie das einfach nicht mehr oder weniger ausführen kann, das, ja. was ich haben möchte. Was möchtest du denn haben? Auf was stehst du genau? Das Härtere auf jeden Fall. Das Härtere. Das, ja. heißt, du möchtest härter rangenommen werden oder willst du härter rannehmen? Ich möchte härter rangenommen werden. Aha, also so eine Art Herrin suchst du in deiner Partnerin. Genau. Ja, und ist die älter, ist die ältere Frau natürlich erfahrener und wahrscheinlich für dich das bessere Gegenüber. Auf jeden Fall. Ja. Das war damals, wie ich sie kennengelernt habe, durch einen Schulfreund, mhm. das ist die Mutter. Da habe ich halt damals erfahren, dass es die eine Ex-Domina war. Ja. Und so bin ich dann mit ihr zusammengekommen. Das heißt, die Ex-Domina hat den Knaben sehr früh heran erzogen in dieser Richtung und ihm viel beigebracht. Also mir? Ja, das meine ich. Dich als Knaben. Du warst ja sehr jung damals. Ja, auf jeden Fall, ja. Und bei meiner jetzigen Freundin ist halt das Problem, ich kann das auf jeden Fall nicht ausführen, was ich gerne haben möchte. Ist das eine Liebesbeziehung mit deiner jetzigen Freundin, mit der 17-Jährigen? Auf jeden Fall, ja. Von Anfang an? Unheimlich, ja. Du liebst sie unheimlich? Ja. Mhm. Bloß das Sexualleben ist auf jeden Fall ziemlich stressig, sage ich mal. Es ist nicht das, was ich haben möchte. Ist es stressig? Ist es stressig oder ist es vielleicht wird langweilig für dich? Es wird langweilig. Also da ist so die normale Nummer, die 0815-Sexnummer, Blümchensex und was man so alles so kennt. Möchte ich nicht mehr. Möchtest du nicht mehr, aber das kannst du mit ihr nur leben. Also sie sagt auch mehr oder weniger 50% sage ich jetzt mal, dass sie sagt, hey, lass uns Sex haben. Mhm. Aber ich möchte es nicht mehr. Also mir geht es auf gut Deutsch gesagt irgendwie auch ziemlich auf die Nerven, so normal Sex zu haben, weil ich möchte auch mal mehr Verstehe. Herr daran genommen werden. Du hast ihr aber noch in keinster Weise gesagt, was du eigentlich möchtest und auf was du stehst, deiner jungen Freundin. Doch, sie weiß es. Ach, sie weiß es sogar. Sie weiß es von Anfang an, das ist ja das Problem. Weiß sie auch von dieser Beziehung, die du da früher hattest? Sie wusste es. Also sie wusste weiß es auch, dass ich zweimal fremdgegangen bin. Ach so, das weiß sie auch alles. Ach so. Das weiß sie alles. Mhm. Also da war ich auf jeden Fall ehrlich mit ihr. Mhm. Bloß. Was sagt sie denn? Ist das für sie völlig undenkbar, so eine Sexualität zu leben? Ich sag mal, nicht direkt. Sie möchte es ausgeglichen haben. Bei mir ist das Problem, ich weiß nicht, ob du den Ausdruck kennst, 24-7. Nee, erzähl's uns mal, also erklär's uns. 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche, mhm. 24-7 SM zu haben. Und das würde ich gern bevorzugen. Verstehe. Und bei ihr ist halt das Problem, sie möchte halt doch ab und zu auch mal Zärtlichkeit. Mhm. Und das ist bei mir das wäre dann das, ziemlich, was, ziemlich selten. Was wir hier schon auch einige Mal gehört haben, das ist so eine Art 24-Stunden-Sklave. Genau, ja. Möchtest du letztendlich sein? Genau. Ja. Es ist natürlich hart, wenn du so dezidierte Vorstellungen hast und das so klar formulierst, wirst du natürlich nie glücklich mit einer Frau, die diesbezüglich fast ganz anders gestrickt ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist sie fast ganz anders gestrickt oder ist sie gänzlich anders gestrickt? Könnte sie nie dir eine Herrin sein?
Ich habe sie damals so kennengelernt, weil wir beide gleich den Musikgeschmack haben. Mhm. Dass wir alle beide mehr den Gothic ausleben. Ja. Und dadurch habe ich sie kennengelernt, weil eigentlich mehr doch, sage ich mal, mehr die Gruftis mehr in dem schwarzen Bereich so orientiert sind, dass sie mehr auf SM stehen würden, auf jeden Fall. Weil ich kenne genug, die auf jeden Fall in dem Bereich gehen. Das war so die Hoffnung bei dir am Anfang. Genau. Aber die hat sich dann nicht so bewahrheitet. Nee, nicht richtig. Das heißt, im Prinzip mag sie keine dominante Person sein. Es ist zwiegespalten. Sie würde es so ein bisschen mit dir machen. Ja. Hat sie schon mal so ein bisschen mit dir gemacht? Ja. Aber das befriedigt dich. Aber im Moment ist es überhaupt nicht befriedigend. Ist mir schon klar, wenn du mit so einer Hardcore-Frau da deine Erfahrungen gesammelt hast, die sogar Domina mal war und so viel älter und erfahrener ist, gähnst du wahrscheinlich über das, was deine junge Freundin mit dir macht. Ja. Ne? So klar ausgedrückt. Ja, auf jeden Fall, ja. Großes Problem. Eigentlich kein lösbares Problem, Manfred. Tragisch. Da ist eine Beziehung, eine junge Frau, die du liebst. Du sagst, du liebst sie über alles, eigentlich. Aber die Sexualität, die ja nun so ein starker Impuls ist zwischen Menschen, zieht dich ganz woanders hin. Ja. Da habe ich wirklich jetzt die Sorge, dass das über kurz oder lang es sich wegentwickeln wird von deiner Freundin. Das glaube ich auch auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon drüber gesprochen, dass wir dann irgendwie zu irgendeinem Sexualtherapeuten gehen. Tja. Was ich jetzt auch schon den Fortschritt gemacht habe, dass ich da hingegangen bin. Bloß das Problem ist halt einfach, ich kann das nicht lösen. Deswegen. Ach, ihr wart schon bei einem Sexualtherapeuten? Ich. Nicht sie. Weil bei mir ist das starke Problem, dass ich mich da mehr danach sehne. Bei ihr ist es ja mehr der Kuschelsex halt. Und bei mir ist halt das Problem, dass ich einfach das hatte will und ich will jetzt gar nicht auf die Idee. Ich verstehe. Ich wäre jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, dich zu einem Sexualtherapeuten zu schicken, weil ich glaube, dass man solche Sachen gar nicht so wegtherapieren kann und auch nicht sollte, wenn man so gestrickt ist. Also ich sag's mal auf jeden Fall auch, weil bei mir ist es auch bei dem allgemeinen Sexualleben, was wir führen, alles ziemlich zwiegespalten. Bei ihr ist es von den Erfahrungen, was sie hat, und von mir ist es von den Erfahrungen, was ich habe, alles ziemlich zwiegespalten. Und so, wir können uns eigentlich nie direkt richtig auseinandersetzen. Daher, dass ich jetzt sie ein einziges Mal mit Frauen was gehabt hat und bei mir schon öfters mit Männern und alles Mögliche. Und als du da fremdgegangen bist mit der 44-Jährigen, war sie da sehr sauer und war sie traurig und verletzt? Auf jeden Fall, ja. Sie war ziemlich verletzt. Das heißt, ihr könntet jetzt auch nicht irgendein Arrangement finden, okay, ich hole mir diesen Sex, den ich brauche, ich Manfred, den hole ich mir ab und zu bei der. Ansonsten führen wir eine Liebesbeziehung und versuchen, irgendeine andere Form der Nähe und Erotik vielleicht zu finden. Das geht nicht. Das wollen wir eigentlich miteinander nicht richtig. Tja, was heißt das? Wir finden eigentlich keinen richtigen Mittelpunkt, deswegen ist es ziemlich schwer. Ja, das ist sehr schwer. Wenn das alles auszuschließen ist, dann bleibt ja fast gar nichts mehr anderes übrig, als zu denken, dann passen die beiden nicht miteinander zusammen. Das Problem habe ich jetzt, also wir haben uns öfters miteinander ausgesetzt, zueinander ausgesetzt, weil dass ich mit ihr geredet habe, so, wir passen eigentlich überhaupt gar nicht richtig zusammen. Weiß sie eigentlich von deiner enormen Unzufriedenheit im Sexuellen im Moment? Nee. Dann sag ihr das. Ich habe eigentlich nicht richtig den Mut dazu, ihr das zu sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das verlangen habe, zu der anderen Frau, und sie weiß davon, ja, dass ich mit der Älteren zusammen war. Manfred, ich finde, das ist der nächste Schritt. Und dann werden die übernächsten und dann folgenden Schritte schon sich von alleine entwickeln. Ich finde, dass auch das Mädel das Recht hat, das zu wissen. Sag ihr, dass das für dich so ein großes Problem ist. Sag ihr, wohin deine Sehnsüchte gehen. Und dann wollen wir mal sehen, welche Gegenreaktion kommt und was sie sagt. Ich finde, das sollte als nächstes passieren. Unbedingt. Sie weiß es ja. Ja, aber nicht so richtig. Du hast gerade gesagt, du hast es nicht so richtig ausgedrückt. Ich kann es eigentlich auf einer Seite nicht, weil sie versteht es nicht. Versuch es doch erstmal. Durch diesen Altersunterschied auf jeden Fall. Ach was, hör doch auf. Das kannst du einer 17-jährigen jungen Frau erklären, welche Sexualität du hast. Ich hab eher den Eindruck, du traust dich das auch nicht, ihr richtig zu sagen. Ja, durch einfach, dass da zu viel, sag ich mal, auch schon war, von mir aus jetzt gesehen, dass ich jetzt da auch schon fremdgegangen bin mit der... Egal, leg die Karten auf den Tisch.
Was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, dass du immer unzufriedener wirst und irgendwann bricht das Ganze sowieso auseinander. Dann macht es wenigstens auf der Basis der gegenseitigen Ehrlichkeit und geht an eure Beziehung heran. Wenn dann dabei herauskommt, dass es wirklich nicht klappt, dann bist du wirklich wenigstens einen ordentlichen Weg gegangen. Als wenn du alles jetzt verschweigst und taktierst und hin und her. Ich finde schon, dass du dem Mädchen das sagen solltest. Ja, bin ich auch der Meinung. Ja, dann mach es. Und gutes Gelingen und hoffentlich schön. Ich würde es euch wünschen, wenn es vielleicht doch irgendeinen Weg gäbe. Ich bin skeptisch, aber geh erstmal den Schritt und sag es ihr. Alles Gute von Herzen, Manfred. Dann danke ich auch, Domian. Ja, auf Wiederhören. Danke Tschüss. Dir. Ciao. So, ihr Lieben, ich habe ja vorige Woche viel erzählt, dass ihr unter nachtlager.de entscheiden könnt, welches Hauptthema wir diese Woche am Mittwoch haben werden. Ihr habt entschieden, das Publikum, ihr habt entschieden. Das Thema am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt meine dunkelste Seite. Das ist euer Favoritenthema gewesen. Also sprechen wir die ganze Sendung über von Mittwoch auf Donnerstag über das Thema meine dunkelste Seite. Ist ja auch ein sehr interessantes Thema. Ich bin sehr gespannt darauf. Silvia, 65. Hallo Silvia. Ja, Domian. Hallo. Guten Abend, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Es freut mich wahnsinnig für die Dame, die vorhin angerufen hat mit 58, dass sie sich so verliebt hat, dass sie so viel Sex hatte. Sehe ich auch so. Die Regina, die Erste. Ich verstehe sie sehr gut. Also das mit der Periode verstehe ich nicht, aber es freut mich auch für sie, weil da sind natürlich noch mehr Hormone da. Hast du das schon mal gehört mit der Periode, dass man das so im hohen Alter noch hat? Ja, kann wohl sein. Aber sehr selten. 52 vorbei. Was ich sagen wollte, ich bin 65, wie gesagt, und ich habe nur mit jüngeren Männern zu tun und habe auch, genieße sehr den Sex. Wie jung sind denn die Männer? Ja, also der letzte war 42. Ah, das geht dann blanke 23 Jahre jünger. Na, das geht ja noch. Ja, das langt doch. Also naja, schon. Das war er jünger als mein Sohn, beziehungsweise er ist es noch. Wenn ich so jüngere Männer höre, dann denke ich so, naja, so um die 20 rum. Aber so krass ist es nicht bei dir. Ja, er war 23 Jahre jünger. Schon, aber einen 20-Jährigen würdest du nicht nehmen? Nee, also da hätte ich Angst. Was heißt Angst? Da müsste ich so viel erklären und so viel. Nein, da wäre man zu kindisch wahrscheinlich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Weil ich mag die jungen Männer und es geht nicht wirklich allein um den Sex. Ja. Der ist natürlich auch toll. Mhm. Einen jungen Körper und sie sind potent und so weiter, sondern es geht auch darum, dass sie spitzbübischer sind und noch nicht so eingefahrene Meinungen haben und das ist so und das bleibt so und spießig sind und natürlich gibt es auch spießige. Ist das in der Tat so? Das erstaunlicherweise. Ja, nein, ich bemerke ja, dass so Leute um die 40so die Hand durchwerfen oder was? Nee, das die Frauen. Nee, nein, dass schon so Leute so ab 40, die meisten schon ziemlich eingefahren sind und ihre festen Meinungen haben. Absolut. Ja? Mein Sohn, also ich will nicht sagen, dass er spießig ist, aber also ich bin da wesentlich offener als er. Aber dennoch findest du so 40-Jährige, die du als offen und flexibler empfindest. Absolut attraktiv. Ja. Wo findest du? Das begann mit 35 Jahren bei mir. Bitte? Als ich 35 Jahre alt war, begann das, dass ich mich nur für jüngere Männer interessiert habe. Und war immer so die Spanne so 15, 20 Jahre jünger? Ja, also 20 soll es schon sein. Ja. Hast du im Moment einen Freund? Ist leider gerade ausgegangen. Er war nicht hier in München und hatte keine Zeit, beziehungsweise zu wenig Zeit. Und dann habe ich gesagt, wenn ich die nicht einmal richtig kennenlernen kann, was soll. Dann möchte ich etwas ansprechen. Deren haben es mir erlaubt, dass ich das sagen darf. Letztes Jahr hattest du ein Gespräch mit einem 40-Jährigen, der hat sich in eine N60erin verliebt gehabt und hat geschwärmt und was weiß. Mhm. Und da hast du glatt zu ihm gesagt, ja, riecht die denn nicht schon? Ich war so entsetzt. Habe ich das so formuliert? Ja, ich bitte um Entschuldigung. Schon hast du weg. Nein, so habe ich es nicht gesagt. Aber riechen die denn nicht? Nein, so habe ich es nicht gesagt. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt den Domian fragen würde, ob seine Mutti nicht gut riecht, dann hätte er bestimmt eine andere Meinung dazu. Ja, ich bin ganz entsetzt, dass ich das so gefragt habe. Ja, und er war auch entsetzt. Also er hat sie verteidigt noch. Und nein, weißt du, was ich gefragt habe? Jetzt fällt es mir wieder ein. Und die Frage ist berechtigt, finde ich. Riechen ältere Menschen nicht anders als jüngere? Ich glaube, die Antwort ist ja. Ja, ne? Richtig. So habe ich es gemeint. Ich war, also
gekränkt war ich. Nein, aber so, ich eine gepflegte Frau, ja. Wenn man nicht jetzt gerade diese Krankheit hat, diese gewisse, ja, Jahr, wo man also nee, das habe ich ja nicht mehr halten kann, bestimmte Dinge, dann kann ich mir das vorstellen, klar. Aber das ist doch kein Siechenheim. Nein, also ich habe es auch nicht böse gemeint, ich habe es auch nicht despektierlich gemeint oder böse, es war einfach so eine Interessensfrage. Ach so. So wie man ja auch sagt, dass farbige Menschen... Ja, das kann wehtun, ja, ne? Auch ein Blödsinn. Ja, aber so auch sagt man... Auch ein Blödsinn, auch ein Vorurteil. Aber man darf es ja mal fragen. Ja, schon, aber er war schon ein bisschen geknickt. Gut, aber jetzt hast du es auch nochmal angesprochen, ich habe es klargestellt. Ja. Ich finde das ja toll, das weißt du aber auch, dass ich da keine Vorteile habe. Nein, überhaupt nicht. Ne? Also, mein Gott, und wenn du 80 bist und nur 50 Jahre. Ja, wirklich. Wie lange halten denn bei dir immer so diese Beziehungen? Ja, sie halten. Ja, nee, so, wie lange? Ja, also gut, jetzt war ich mit einem zusammen, das war also vor 4 Jahren, fast 11 Jahre, und oh. Aber der ist so langweilig dann gewesen, und also wirklich, und hat das Leben sauer gemacht, der hat gegen meine Freundinnen was gehabt und dies und das und alles, was ich mochte, ja. Mochte er nicht, und dann endlich bin ich ihn losgeworden, nicht im Bösen. Und den letzten, wie lange lief das, die letzte das Geschichte? Das war leider ganz kurz. Ganz kurz, ja. Ganz kurz. Wo lernst du denn diese Männer kennen? Das letzte war, hat meine Schwiegerfreundin, für mich gemacht übers Internet, weil so. Ich bin nicht im Internet. Ja. Und der war auch der Einzige, der mir eine SMS geschickt hat mit ja. Persi, und dann war der Troppala. Ja. Und habe also gleich zurückgesimst. Ja. Und ja, wie haben wir es denn? Wo bleibt denn der Name? Und dann kam sein Name und dann hat er mich sofort angerufen. Und 4 Tage später kam er zu mir ja. Und blieb nur ein paar Stunden und ist dann wieder zurückgefahren. Ja. Und jetzt war er bei mir im Urlaub in Südtirol, leider nur 4 Tage. Aber und immerhin. Man erklärte mir da und da keine Zeit und ja. Ich voll gestresst. Und dann habe ich gesagt, du, dann hat es keinen Sinn. Hast du Kinder? Ich habe einen Sohn, ja, der 45 ist. Wie du es gerade gesagt der hast. Der älter ist. Genau. Was sagt der denn immer so dazu, wenn du der mit dem Jungen... Der ist voll okay. Weil er sagt zu mir, würde gar kein älterer passen. Silvia, ich muss schon sagen, ich bin leicht schräg. Was also. Gäbe ich darum, wenn ich dich jetzt sehen... Ich brauche Diskus tanzen ja. Und so weiter. Also, was gäbe ich darum, wenn ich dich jetzt sehen könnte? Ich habe so ein ganz bestimmtes Bild vor Augen, wie du aussiehst. Und ich würde gerne eine Bestätigung finden. Schade, dass du kein Bildtelefon hast oder sowas. Ja, das wäre ja. Witzig. Also, eine Frau, eine 65-jährige Frau, ja. Die fit ist, die toll aussieht, die Spaß am Sex hat und ja. Die auf junge Männer steht. Ja. Und die mir jetzt noch mal ein bisschen den Kopf gewaschen hat. Nein, wollte ich nicht. Nur du hast mich verletzt damit. Aber dann bitte ich nochmal. Du hast es bestimmt nicht gewusst. Nein. Und wenn, dann bitte ich jetzt nochmal um Entschuldigung. Nein, musst du ja nicht. Silvia, dann wünsche ich dir den nächsten netten jungen Mann. Oh ja, ich mir auch. Dass er dir in München über den Weg läuft und dass du weiterhin auch eine gute Zeit dann hast mit den Danke Jungs. Danke dir und ich wünsche dir auch alles Gute und weiterhin so, bitte. Dankeschön. Schöne Grüße nach München. Danke. Tschüss. Markus, 36, hallo. Hallo. Hallo Markus. Na? Tja, also ich habe ein ziemlich großes Problem. Leg los. Und zwar ist es so, dass ich also ja meine Schwiegereltern beklaut habe. Oh. Und habe da jetzt also morgen, also beziehungsweise heute ein Gespräch mit denen. Mhm. Meine Frau ist dann auch dabei. Ja. Und ja, irgendwie bin ich jetzt im Moment am Ende. Das glaube ich. Du hast die Schwiegereltern beklaut. Was hast du geklaut? Geld. Wie viel? Ja, das letzte war so also ein Umschlag, da waren 1000 Euro drin ungefähr. Das letzte? Das heißt, es gab mehrere Klauvorgänge? Es gab mehrere Klauvorgänge, ja. Wie viele? Ich kann sie nicht zählen, also es sind insgesamt, denke ich, 1600 Euro weggekommen. So über ein Jahr verteilt. Also jetzt beim letzten Mal 1000 und davor mehrere Kleinbeträge, die dann die Zahl 600 ergeben? Ja, genau. Ja. Wo hast du die weggenommen? So von irgendwie vom Spind, aus dem Schrank oder woher? Aus dem Schrank. Bei den Schwiegereltern? Bei den Schwiegereltern, ja. Also wir wohnen unter einem Dach. Ach so. Und, ja. Und warum hast du es gemacht? Naja, ich habe mir also so einen Lügenturm aufgebaut, sag ich mal. Und irgendwie musste ich dann halt so, ja, meine Lügen irgendwie decken. Was? Sag ich mal dazu. Also ich habe also meine Frau belogen und Freunde belogen und also und ja. Alle eigentlich. Inwiefern belogen? Was war das für ein Lügenturm? Ich habe zum Beispiel sowas gesagt, wie dass ich habe also keinen ausgelernten Beruf. Mhm. Da habe ich dann das erste Mal geschwindelt. Also schon vor Jahren, oder? Schon was? Vor Jahren, ja. Wie lange bist du verheiratet? Seit einem Jahr jetzt. Ach so, erst seit einem Jahr. Mhm. Ja. Du hast gesagt, was bist du?
ich habe mal ein Praktikum gemacht im Altenheim, habe dann gesagt, von wegen, ich bin Altenpfleger, habe dann noch höher gepokert, habe dann gesagt, von wegen, okay, ich bin jetzt in der Pflegedienstleitung und Heimleitung, weil ich, weiß ich nicht. Ja, aber das hat deine Frau denn ja mitbekommen, dass du eben nicht so viel Geld mit nach Hause bringst, wie jemand, der in einer leitenden Position zum Beispiel arbeitet. Ja, dann habe ich mir halt ausgedacht, von wegen, okay, dann bin ich halt jetzt geflogen und ja. Und also ein Pipapo, also es lief also wirklich Jahre hinweg. Also wie lange kennst du denn deine Frau schon? Seit 8 Jahren jetzt fast. Ach so, hast du sie so lange Jahre belogen? Ja. Sind denn die Lügen auch aufgeflogen? Sie werden jetzt nach und nach alle aufgeflogen. Also es war jetzt so, dass ich die letzte große Lüge, die ich mir also geleistet habe, war, dass ich gesagt habe, ich hätte eine eigene Firma. Und ja, dass wir fast Millionärstatus gehabt haben und solche Sachen alle. Und ja, irgendwann wäre es jetzt aufgeflogen. Wäre es aufgeflogen? Ja. Aber also, du hast es frühzeitig gesagt, oder was? Ja, kann man nicht so sagen. Also ich habe jetzt dann am Freitag halt diese größere Summe mitgehen lassen bei meinen Schwiegereltern. Die waren im Urlaub. Ja. Habe mir ein Flugticket nach Rio gekauft und habe gedacht, einfach weg. Ja. Dann habe ich mich in den Flieger gesetzt. Ach, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wie ein Roman, was du mir gerade erzählst. Wie ein Spielfilm. Du hast dich in den Flieger gesetzt? Ich habe mich in den Flieger gesetzt, bin in Paris angekommen, habe dann da auf den nächsten Flieger gewartet, der nach Rio geht. Und habe da dann nachgedacht, nachgegrübelt, weil ich da wieder für eine Scheiße baue. Hab da meine Frau abends angerufen. Hallo, ich bin in Paris und will nach Rio. Genau, und die sagte so, hoffentlich bist du bald wieder zurück. Und wir kriegen das schon irgendwie hin. Achso, und hast du ihr am Telefon schon ein bisschen gebeichtet? Ja, ich habe mir dann eine Telefonkarte in Paris gekauft, die dann eine Stunde halt Gesprächsguthaben, Gott sei Dank, hatte. Achso. Also, und dann haben wir eine Stunde gequatscht. Das heißt, du hast bei deiner Frau da schon gestanden, ich habe das Geld geklaut. Ja, genau. Wie viel von deinen Lügen hast du jetzt schon gestanden? Alles. Alles? Alles. Bei deiner Frau? Ja. Das heißt, ich weiß jetzt alles. Ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt alles fragen soll, wenn man 8 Jahre eine Frau belügt. Ich frage einfach mal so, was war denn die schwerwiegendste Lüge, außer der Berufstätigkeit, von der du gerade erzählt hast, die du deiner Frau angetan hast? Weiß ich, also ich denke, das war das Schwierigste. Das war schwierig. Sonst war es so klein Scheiß, ja, also, an Lügereien. Es waren, ja, ich habe also wirklich so ein Lügengerüst aufgebaut, wo ich dann anschließend wirklich gedacht habe, von wegen, okay, das ist Realität für mich. Also, das ist ja wirklich verrückt. Das ist in 8 Jahren, ist das nie aufgeflogen? Nee. Und also, jetzt ist es für dich durch dieses geklaute Geld, war für dich irgendwie so, dass das fast zum Überlaufen gebracht. Ja, es war dann auch noch so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, von wegen, ich würde jetzt ein größeres Vorhaben irgendwann haben mit dieser Firma halt. Und dann wollte sich noch eine Bekannte mit in die Firma rein integrieren. Und dann habe ich gesagt, von wegen, ja, ist gar kein Thema und ich zahle dir dann auch ein Gehalt. Und eigentlich, ich hatte da gar kein Geld. Wahnsinn. So, genau. Wie hat denn deine Frau am Telefon und jetzt, du bist offensichtlich wieder zurück, wie hat die denn auf so ein Geständnis reagiert? Für die muss doch eine ganze Welt zusammengebrochen sein. Ich glaube, das ist es auch. Also sie hat sich da nicht so viel anmerken lassen, glaube ich. Aber sie hat dich zumindest nicht sofort rausgeschmissen. Nee, das hat sie nicht. Sie sagte nur von wegen, komm bloß nach Hause und wir regeln das. Wir kriegen das, irgendwie kriegen wir das hin. Wir haben schon immer mit wenig Geld mal, haben wir schon immer geschafft, irgendwie mit wenig Geld auszukommen. Also das heißt, eine große Geste von deiner Frau, dass sie dir eigentlich schon vergeben hat und sagt, komm, wir kriegen das alles irgendwie schon hin. Ja. Ja. Du bist im Moment arbeitslos. Im Moment bin ich arbeitslos. Ja. So, und jetzt stehst du vor dem schweren Gang, dich bei deinen Schwiegereltern zu entschuldigen? Genau, ja. Und von dem Geld ist nicht mehr so viel übrig, weil du warst ja in Paris. Da ist gar nichts mehr übrig. Da ist nichts davon da. Sag ich mal, 1600 Euro ist natürlich eine Menge Geld, aber es ist auch jetzt nicht so eine dramatische Summe, die dich jetzt dein Leben lang ins Unglück stürzt. Ja, da kommt noch einiges dazu. Nämlich? Naja, durch diese ganze Hochstapelei, sag ich mal, habe ich dann halt auch eine Küche gekauft. Eine Küche? Für 10.000 Euro. Ist klar, die beste, die so da war, ne, die beste wahrscheinlich auch nicht, aber eine ziemlich gute. Eine ziemlich gute, ja. Dann, ja, so einige andere Sachen, wie Teile für den Computer und solche Sachen. Achso, das heißt, du hast auch jetzt Schulden. Ich habe auch Schulden. An der Backe. Wie viel Schulden? Etwas mehr als 20.000 Euro. Das wiegt schon mehr, ne? Ja, genau. Geht deine Frau arbeiten? Sie studiert. Die studiert. Was glaubst du, wie deine Schwiegereltern reagieren werden? Wissen die das schon? Hat deine Frau also das schon erzählt? Ich hab meinen Schwiegereltern, die waren ja im Urlaub. Und dann habe ich meiner Schwiegermutter halt einen Brief gegeben, weil es meinem Schwiegervater nicht so gut ging an dem Tag, als die wieder kamen. Wo ich also so
einige schon erklärt habe. Mhm. So. Hast du sie seitdem mal im Hausflur irgendwie auf der Straße gesehen? Ja, ich habe sie heute Morgen habe ich sie halt beim Rasenmähen gesehen, habe dann angeboten, dass ich den Rasen für sie mähe. Das hat sie dann abgewunken, meint dann so, das macht sie wohl alleine. Sehr beleidigt, sehr verletzt abgewunken? Nee, eigentlich nicht. Also meine Frau hat dann anschließend auch mit ihr gesprochen und sie sagte so von wegen, also sie sagte dann von wegen, dass ihre Mutter wohl so sensibel ist, dass sie merkt von wegen, dass das eine Geste der Wiedergutmachung sein sollte. Aha, das heißt also, das wird alles sehr peinlich werden, aber irgendwie besteht die Hoffnung, dass die Leute dich nicht verstoßen werden. Ja, ich denke schon. Mhm. Was war denn jetzt für dich, Markus, wenn du das so viel Jahr, hast du das eigentlich mit dieser Lügerei auch schon gemacht, bevor du deine jetzige Frau kennengelernt hast? Damals? Das ging eigentlich schon immer so. Immer so. Ja. Was ist eigentlich jetzt passiert, was ist in dir passiert, dass du dich jetzt so nach außen reuig zeigst? Ich habe am Flughafen, da habe ich wirklich gedacht, du wirst einfach zu alt für diese Scheiße, das kannst du nicht mehr machen. Was, du bist einfach zu? Ich werde zu alt für diesen Mist. Mhm, Aber du warst ja kurz davor abzuhauen, ne? Ja, wirklich. Wobei, absurd, du wärst ja in Rio auch nicht lange durchgekommen. Weiß ich nicht. Also ich habe da am Flughafen gesessen und habe gedacht, okay, wenn du jetzt nach Rio fließt, dann lässt du dich da irgendwo, weiß ich nicht, von der Kobra beißen und dann ist vorbei, dann ist endlich mal Ende. Also Flucht, ne, wäre das gewesen. Ja, genau. Das war keine Perspektive, dass du gedacht hast, okay, dann fange ich da an zu arbeiten, fange da mal das Leben an. Das war einfach nur weg und Flucht und nach mir die Sündflut, sowas. Ja, genau, so wie ich es eigentlich mein ganzes Leben lang gemacht habe. Mhm. Wieso ist das eigentlich so bei dir? Ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Wenn das ganze Leben lang so war, das heißt, das hat schon in der Kindheit, in der Pubertät angefangen? Ja, schon. Ich hatte das erste Mal, bin ich von zu Hause weggelaufen, da war ich 4. Mhm. Da wollte ich einfach nur meine Tante besuchen gehen und bin dann dahin gelaufen und irgendwann hatten sie mich dann aufgegriffen, haben mich mit der Polizei nach Hause gebracht. Mhm. Und der Polizist meinte dann so zu meiner Oma damals, passen Sie nur auf Ihr Früchtchen. Gibt es einen Menschen in deinem Leben, den du noch nie belogen hast? Oder nie gravierend belogen hast? Nein, gibt es nicht. Das ist ein schlimmes Resümee, ne? Ja. Und selbst die Frau, die du liebst? Habe ich auch belogen. Und die Frau liebst du sehr? Ja, tue ich. Und die dich offensichtlich auch, wenn die so toll reagiert hat? Ja. Dann mach wirklich 3 Kreuze und sei froh, dass sie dich nicht schon rausgeschmissen hat. Mhm. Manch ein Partner hätte das getan, nach 8 Jahren, wenn man das dann erfährt. Offensichtlich scheint sie dir eine Chance zu geben. Ja, hat sie mir auch schon gesagt heute. Ja, und offensichtlich brauchst du wirklich professionelle Hilfe. Ja. Würde ich sofort jetzt sagen. Mhm. Und dann überleg zusammen mit deiner Frau, wie du das einfädelst. Wir sind ja gleich gern noch ein bisschen behilflich, dass du in eine Richtung musst, eine richtige Therapie, aber eine richtige, ordentliche Psychotherapie. Naja, das Problem dabei ist dann auch, dass ich erst seit heute wieder arbeitslos gemeldet bin. Mhm. Ja, und krankenversichert bin ich natürlich auch nicht gewesen, die ganze Zeit. Ja, also Probleme über Probleme. Ja. Aber die sind dafür da, jetzt irgendwie gelöst zu werden. Mhm. Und immerhin bist du zurückgekommen aus Paris, das ist ja auch schon mal gut, du bist nicht gänzlich abgehauen. Ja. Das heißt, du warst feige, aber hast jetzt da die Notbremse gezogen in letzter Sekunde. Muss man ja auch schon mal wertschätzen und auch als gut erachten. Und wenn du jetzt den festen Willen hast, in deinem hohen Alter von 36, dein Leben zu verändern und wirklich was zu verändern, finde ich das auch sehr gut und sehr lobenswert. Okay. Ja, und wenn du noch gute Leute um dich herum hast, die dir helfen, müssten eigentlich all die Probleme, die du jetzt angeschnitten hast, irgendwie in den Griff zu kriegen sein. Wenn es auch immer wieder Rückschläge gibt, aber immerhin. Ja, das Problem ist nur, dass ich habe ja wirklich alle belogen. Und wenn ich jetzt da, ich weiß nicht, ob ich den Leuten noch in die Augen gucken kann. Mhm. Ja, also. Das ist jetzt, da musst du jetzt durch. Ja. Ich hoffe, du hast mich jetzt nicht belogen. Nein, ich habe dich nicht belogen. Nein, da musst du jetzt durch. Das ist natürlich. Also seitdem ich jetzt aus Paris wieder da bin, habe ich keinen mehr belogen. Mhm. Und fällt es dir schwer? Es ist sehr schwer, ja. Aber ist es nicht auch jedes Mal ein Erfolgserlebnis, wenn man richtig dann die Wahrheit sagt? Ja, doch, stimmt schon, ja. Das glaube ich auch. Mhm. Ja. Mhm. So, jetzt legst du auf, meine Psychologin ruft dich an, wird dir noch ein paar hilfreiche Tipps, glaube ich, hoffe ich, geben. Okay. Und dann toi 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 für das Gespräch mit deinen Schwiegereltern. Mhm, danke. Und sei froh, dass du so eine nette Frau hast. Okay, bin ich. Ja. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.
0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ruft mich ganz einfach an. Das hier ist eine Live-Telefon-Talkshow vom Westdeutschen Rundfunk, von 1 Live. Und hier kann man über alles Mögliche und alles Unmögliche reden und plaudern und mit mir streiten und diskutieren, wie auch immer. Oder mailt unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, schreibt kurz euer Thema rein. Nicht zu viel, nicht zu lang. Dann haben die Kollegen, können die Kollegen das schneller bearbeiten. Und schreibt bitte auch eure Telefonnummer drauf. Marcel, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Marcel. Guten Morgen. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, aber... Macht nichts. Genau, um was geht's ich habe ein Problem. Also meine Mutter, die hat einen jüngeren Freund. Mhm. Wie alt ist denn die Mutter und wie alt ist der Freund? Der Freund ist 3, also meine Mutter ist 7, Quatsch, ich bin jetzt ein bisschen durcheinander. Mhm. Also der, meine Mutter ist 43, der Freund ist 27. Naja. Ja gut, aber das Problem liegt ja auch nicht wirklich daran, das Problem liegt daran, wenn sie mit ihm Sex hat, sie macht es ungeschützt. Ja. Meine Schwester und ich regen uns tierisch darüber auf, dass sie nicht verhütet, mhm. weil sie sagt immer, ja gut, wenn ich mal AIDS bekomme, dann bricht es dann aus, wenn ich ein bisschen älter bin mhm. und dann bin ich eh schon fast gestorben, also sie macht sich darüber keine Sorgen, sie sagt immer zu mir, Alte, pass du auf, wenn du mit deinem Freund was machst, weil ich habe einen Freund. Ja. Und also, nein, die Mutter gibt ganz offen zu, dass sie mit ihrem jüngeren Freund, ob der nur jung ist oder nicht jung ist, aber egal, ungeschützten Geschlechtsverkehr hat. Genau. Und ja. sagt, das ist mir völlig egal und wenn ich krank werde, werde ich halt krank. Ja, genau. Und verbreitet ziemlich dumme Thesen, dass man dann erst krank wird, wenn man alt ist. Das ist ja auch Unsinn. Mhm. Und es geht ja auch nicht nur um AIDS, ne? Es geht um viele andere Erkrankungen auch. Hepatitis C, Syphilis und so weiter. Genau, und vor allen Dingen, das ist jetzt so ein Typ, der ist erstmal zu jung, finde ich, für die. Ja gut. Gut, aber das solltest du nicht beurteilen. Genau, und vor allen Dingen, das ist jemand, der macht mit jedem rum, weil ich ihn auch schon in der Disco gesehen habe, mit anderen Frauen. Ja. Erzählt irgendwie so Storys, ja, er würde die so lieben, hat aber gleichzeitig noch andere Frauen am Laufen. Und er könnte sich nicht von ihr scheiden, also von seiner Frau entscheiden lassen, die jetzige, die er jetzt hat, ist eine türkische Frau. Mhm. Hat auch ein Kind mit ihm, weil er will abgestoßen werden von der Familie. Das ginge nicht. Mhm. Und wie gesagt, auch wenn ich mit ihr durch die Stadt gehe und der jüngere Freund ist halt dabei, also die Leute gucken schon wild und ich werde auch immer so gefragt und ausgelacht, warum ist der Freund denn so jung, das ist doch peinlich und sowas alles. Also Marcel, ich finde, ich habe gerade rausgehört, dass du schwul bist. Bitte? Ich habe gerade gehört, dass du schwul bist, ne? Ja. Ja, genau. So. Und du bist ja auch jemand, der immer für Toleranz plädiert, zum Beispiel auch für Schwule. Ja. Ne? Ist ja auch in Ordnung, ist ja richtig so. Dann bitte ich dich doch auch ganz einfach mal tolerant, deine Mutter gegenüber zu sein. Sie macht auch etwas Ungewöhnliches. Sie hat einen jungen Freund. Das ist ihr Bier. Lass sie damit in Ruhe. Wenn sie damit glücklich wird, ist es wirklich ihre Angelegenheit. Dass du sie darauf aufmerksam machst, was den Sex anbelangt, finde ich sehr richtig und sehr gut von dir. Du bist erst 18 Jahre alt und scheinst da bewusster heranzugehen und verantwortungsbewusster auch als deine über 40-jährige Mutter. Letztendlich kannst du sie auch nicht zwingen. Du kannst sie darauf aufmerksam machen. Aber sie ist eine wirklich erwachsene Frau. Und wenn sie so dumm ist und verhält sich so, dann muss sie auch die Verantwortung dafür tragen. Vor allen Dingen, sie ist jetzt auch so glücklich mit ihm, ne? Das ist ja nicht der einzige Freund, den sie hat. Also, sie hat ja noch einen anderen Freund. Mhm. Also, es sind praktisch nur Textbeziehungen, was sie führt. Sie sucht schon also einen richtigen Freund und sie ist auch glücklich, wenn sie den hat und so. Sie ist auch so eine Frau, die verliebt sich direkt in die Männer. Und ich finde, der Mann spielt halt mit ihr. Sie blickt da halt nicht durch, weil er macht irgendwas die vor. Aber Marcel, nochmal, die ist draußen gesagt 43 Jahre alt, deine Mutter. Das muss die verdammt nochmal selbst durchblicken, ob dein Mann mit ihr spielt oder nicht. Halt dich da raus. Ich sag's nochmal, was ich gut finde, mach ihr den Kopf heiß, dass sie verhütet, das finde ich in Ordnung. Aber alle anderen Sachen lass sie in Ruhe. Sie sagt jetzt zu mir, zum Beispiel, sie sagt zu mir immer, ich soll aufpassen mit so Krankheiten, AIDS und sowas, was ich da mache. Ich habe auch schon genug Freunde gehabt, die wollten halt uns sagen, ach komm, ja gut, es wird schon nichts passieren und so weiter, ich bin gesund und sowas, ne? Aber wie gesagt, ich mache es nur, also das und ich rate sie auch wirklich, weil ich genug Leute kenne, die so erkrankt sind, so. Die leiden, genau, die fast sterben, wie schlimm es ist, diese Krankheit. Das finde ich auch ein guter Standpunkt. Aber wir einigen uns darauf, dass du ihr sonst nicht so ins Leben mehr fuschen solltest. Lass sie in Ruhe, sie ist eine erwachsene Frau. Okay? Okay.
Mein lieber Marcel, alles Gute und schönen Gruß an deine Mama. Ja, und ich würde noch fragen, ob ich ein Autogramm von dir kriegen würde. Okay, dann leg mal bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Okay, alles okay, klar. Okay, tschüss. Tschüss. Birgit, 40 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo Birgit, grüße dich. Um was geht's bei dir? Welches Thema hast du? Ja, ich hab... Birgit, machst du den Fernseher oder das Radio ganz leise? Ja, bin ich dabei. Ja. Ich habe den Ton jetzt weg. Ist das besser jetzt? Das ist viel, viel besser, ja. Viel besser. Also ich hab einen Mann, der ist 14 Jahre älter wie ich. Mhm. Und der hat das Problem, dass er keinen Steifen kriegt. Mhm. Ihr seid verheiratet? Wir sind verheiratet, ja. Wie lange schon? Seit Februar. Ach, ganz frisch. Ganz frisch. Ein ja. junges Paar. Und wie lange kennt ihr euch schon? Wir kennen uns seit 1977. Oh! Seit 1977 schon? Ja. Wow. Und warum jetzt gerade verheiratet, so frisch? Ja, wie ich war damals das Kindermädchen von seiner Tochter. Ja. Und wir hatten uns damals schon, ja, ich würde sagen, ineinander verliebt. Mhm. Aber er war da noch verheiratet und wir haben dann uns ja zu Geburtstagen und so immer mal geschrieben, angerufen und gegenseitig besucht. Aber es war dann kein Verhältnis. Und seit wann gibt es das Verhältnis? Und seitdem er offiziell von seiner Frau weg ist. Und wie lange ist das? Also wir sind jetzt seit 2 Jahren zusammen. Ach so, als Liebesverhältnis ist es noch alles relativ frisch und jung. Ja. War das denn mit seinen Erektionsschwierigkeiten von Anfang an so? Oder? Er hat das am Anfang recht gut überspielt, weil er mich anders befriedigt hat. Mhm. Aber im Moment, also es wird jetzt so langsam immer mehr ein Problem. Hat er überhaupt keine Erektion oder nur eine unzureichende? Er kommt, also zum Orgasmus kommt er, aber eben halt nicht mit einem steifen Schwanz. Mhm. Das heißt, der Penis ist nie... Richtig steif. Ein bisschen steif schon, aber nicht ganz steif. Ja. Mhm. Redet ihr darüber? Habt ihr darüber gesprochen? Ja, er will das irgendwo nicht so richtig ansprechen, das Thema, und sagt immer, ja, ich bin in den Wechseljahren und das gibt sich wieder. Und aber ich habe eher das Gefühl, dass es ein richtiges Problem ist, auch für ihn. Und er setzt sich damit selber unter Druck. Da bin ich auch hundertprozentig von überzeugt, dass das für ihn ein Problem ist. Und dass er das nicht so, wenn er das so leichtfertig nach außen darstellt, ist das Geschauspieler, glaube ich, bin ich ganz sicher. Ja. Aber das allererste, was mir jetzt einfällt und was eigentlich jedem einfallen sollte, wäre erstmal eine urologische Untersuchung. Ja, und das will er nicht. Und ich weiß nicht, wie ich ihn davon überzeugen kann, dass es ja auch andere Ursachen haben kann. Ja, also der Knabe ist 54, ne? Habe ich das gerade mal scharf ausgerechnet. Mhm. Das heißt, er müsste ja sowieso aus Vorsorgegründen regelmäßig zum Urologen gehen. Tut er das nicht? Nee. Ja, das ist schon sehr dumm. Das ist wirklich schon sehr dumm. Also der richtige Weg wäre jetzt, auch wegen dieser Problematik zum Urologen zu gehen. Erstmal abzuklären, ob es eine organische Ursache hat. Wenn es keine organische Ursache hat oder wie auch immer, vielleicht auch dann, gibt es ja mittlerweile Gott sei Dank wunderbare Mittel, um die Erektion wieder richtig voll in Gang zu kriegen. Es gibt Levitra, es gibt Viagra, es gibt Cialis. Das sind Medikamente, wenn die urologisch verschrieben sind und auch beobachtend eingenommen werden oder von einem Arzt verordnet werden, die wunderbar sind und sehr gut wirken. Ja, das denke ich wäre eine wunderbare Möglichkeit, uns da weiterzuhelfen, aber er will das nicht. Ja, dann mach du ihm doch einfach mal, mein Gott nochmal, so einsichtig muss er da sein. Er tut es doch nicht nur für dich, er tut es doch auch für seine Gesundheit. Ja. Mach ihm das doch einmal klar, dass es wirklich auch für seine Gesundheit tut und einmal aber auch für, ich sag mal, für die Gesundheit eurer Ehe. Ja. Weil das für dich ja eine unbefriedigende Situation ist. Ja, es wird unzufrieden. Mhm. Also da beißt sich dann immer wieder die Katze im Schwanz. Ja, ne? Und zumal man natürlich dann auch irgendwie überlegt, vielleicht ist es ja doch was Schlimmes. Ja. Und je eher man zum Arzt geht, desto besser. Und ich denke, er hat irgendwas, weil er ist Krankenpfleger und er kennt sich mit diesen... Ach, er ist sogar Krankenpfleger? Ja. Also er ist eine examinierte Krankenpflegekraft und war lange Jahre im Krankenhaus und in der Uniklinik. Und ich denke schon, dass er sich ziemlich bewusst darüber ist, dass er irgendwas hat und das aber nicht definitiv vielleicht nicht will. Vielleicht auch nicht. Ich kenne Ärzte, die so schissig sind vor Untersuchungen und vor anderen Ärzten, dass man es eigentlich gar nicht glauben kann. Gerade die Leute, die am meisten wissen, was geschehen kann, wenn man sich nicht untersuchen lässt,
haben oftmals die meiste Angst davor, sich untersuchen zu lassen. Ja. Also mach ihm Druck. Da würde ich jetzt an deiner Stelle rigoros Druck machen. Hier, das geht nicht so weiter. Es geht um dich, es geht aber auch um mich, es geht um unsere Ehe. Verdammt nochmal, das ist nicht schlimm, sich mal vom Urologen untersuchen zu lassen. Ja. Geh hin, mach es. Ja. Würde ich machen. Rigoros, Birgit. Also durchgreifende Maßnahmen erstmal. Durchgreifende Maßnahmen. Und wenn du da anrufst, du machst schon mal einen Termin beim Urologen. Dann sagst du, jetzt fahren wir zusammen dahin. Ja, okay. Ja. Alles Gute, viel Erfolg. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. Die erste Nacht in dieser Woche. In der Technik war Kerstin Klinger. Und ich mache euch nochmal aufmerksam auf unser Thema. Am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt es meine dunkelste Seite. Ihr habt es entschieden über www.nachtlager.de. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen. Tschüss.